Na klar, komm mal rüber. Wenn nicht, mach ich mir Platz an meiner Röhm. Ich bin Türkeland. Aber wir wollen halt gar nicht zusammen sein. Anschließend mit einem harten Wasserstrahl abspritzen. Also Nathalie kann sich nicht entscheiden. Hier sind 30 Hosen. Ey Jungs, ich kann nicht mehr. Ich krieg jetzt schon die Krise. Jungs, ich krieg die Krise, ehrlich. Jetzt, Nathalie, ich bin schon seit halbe Stunde hier. Oh, oder kaufe ich mir einen Döner? Da kam diese glückliche Stimme aus dir raus, als du Döner gesagt hast. Essen, Essen, Essen. Ich tank super. Denn ich bin super. Was kostet? Oh, 1,35. Das ist mir zu teuer. Ist jetzt dein Ernst? Du tankst gefälligst voll. Wer tankt auch immer für einen Zehner? Ich tank so viel, wie reinpasst im Motorrad. Auto tanke ich immer Zehner. Oh, oh. Ahai. Hab genau für 10 Euro getankt. Ich bin so stolz auf dich. Du platzt ja vor Motivation heute, Alter. Ja, ich hab irgendwie Hunger, aber eigentlich ist jetzt 15.30 Uhr und dann esse ich immer. Was mach ich denn jetzt? Fasten. Ahai. Ja, ich habe aber Hunger. Ui, komm, ich hol den Bockwurst. Ein Bockwurst. Willst du jetzt ernsthaft Essen holen? Wie willst du es denn? Ja, ich bin es gewohnt, 15.30 Uhr zu essen. Kannst du mir was zu essen kaufen? Was willst du denn? Weiß nicht. Das ist nicht zu essen, Mann. Hä, das sieht aber lecker aus. Ja, okay, dann warte. Was? Was soll ich denn Croissant? Ja, dann schmeckt halt. Wollen wir nicht zum Snacken nehmen? Ja, guck mal, sieht aus. Nee, dann will ich nichts. Nee? Nee. Oh. Was? Mein Magen zieht sich zusammen. Du kannst doch in der Mall was essen. Ja, das ist eine gute Idee. So, Volltank angeblich. So Leute, herzlich willkommen bei der Knatterkuh. Guckt mich an, wenn ich die Anrede mache, weil... Ja, ich habe gerade ihn angeguckt, weil er hat mich anguckt und er guckt mich wieder an. Nathalie hat gerade keine Kraft, sie hat extrem Hunger und deswegen hat sie gerade keine Kraft, eine Begrüßung zu machen, oder? Stimmt doch, oder? Nick ja. Einfach. Ja, ja, ja. Also der, meine Ohren. Wir hatten letztens einfach just for fun einen Spendenlink erstellt für Nathalienchen. Für meine Hose, also für eine neue Hose. Genau, für eine neue Hose, weil jeder gemeckert hat, ey, sie hat ja immer dieselbe Hose an. Wobei bei mir noch nicht mal ein Kommentar kam, dass ich dieselbe Hose an habe. Ich habe sie aber nochmal an, es juckt mich nicht. Wie viel Euro kam denn zusammen, Nathalie? Ich habe das jetzt mir nicht so mitbekommen. Ich habe den Spendenlink bei 40 Euro ausgestellt. Weil ja, ich denke, genau. 40 Euro reichen für eine Hose. Ey, was ist denn hier los? Also unser Plan ist heute, wir kaufen für Nathalie eine neue Hose. Aber vorher gehen wir das Motorrad waschen, weil Leute, ey, mein Motorrad ist so dreckig, weil ich halt bei Wind und Wetter zur Arbeit fahre und ey, meine Felgen, ich hoffe, ich krieg die überhaupt mal sauber. Achso Leute, heute ist übrigens Samstag, deswegen dürfen wir hier auf der Busspur fahren. Für alle Leute, die jetzt meckern, ey, Busspur, Busspur. Guck mal, ich habe hier voll den Trick. Was für ein Trick, Mann. So, wir stehen ganz vorne an der Ampel. Wow. Wir müssen rechts. Ah, stimmt. Das wird jetzt ein bisschen kritisch, Alinchen. Du machst aber wieder böse Sachen mit mir. Na komm, ich hab gemacht für dich frei. Mein Mund stinkt so nach Knoblauch, ne? Ich wünschte, mein Mund würde danach schmecken, riechen, wie auch immer, weil ich hab Hunger. Wir werden jetzt übrigens Nathalies Motorrad waschen auf Fuscherbasis. Hab ich doch gerade schon gesagt. Hast du irgendwie Gedächtnisverlust? Komm, mein Visier mich legt. Hi, ich sehe gar nichts mehr. Hi. Oh, ein Taube. Ein Möwe. Nimm mit. Ey, mir ist mal Karl-Marx-Straße eine Taube an die Schulter geflogen. Wäre ich freihändig gefahren, hätte die mich übelst mitgerissen. Das tat so weh. Hier übelst ging die linke Schulter und ich erstmal übelst so weg. Ich mach Achtung. Achtung, Turbo. Okay. So, hallo, Test. Hallo, was willst du denn mal mit deinem Test? Ja, mein Sender hat sich wieder lauter gestellt. Schnucki. Ey, ich bin ehrlich, ich bin mega gereizt in letzter Zeit, weil ich wieder Prüfungen habe und kein Geld. Und jeder sagt mir, raucht weniger Pfeife. Das ist Pfeife, ist meine einzige Beruhigung, die ich habe. Ja, mach eine Pfeife pro Woche vielleicht. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja, fahr doch mal vorbei. Ja, das passt doch niemals. Hä, natürlich, sag mal, bist du ein LKW? Da passe ich dreifach vorbei. Okay, wenn ich nicht passe, dann schuldest du mir einen Döner.
Ja. Ja, meine jetzt schuldest Spiegel, du mir einen Döner. Meine Spiegel sind wie Busspiegel. Was ist denn? Weiß nicht, irgendjemand hupt. Okay. Das ist mein Kumpel Ahmed. Jetzt ernsthaft? Was ist denn jetzt dein Problem? Es wird grün. Mann, ist ein guter Freund von mir. Darf ich mal Hallo sagen, der hinter Wo mir? Denn? Ja, dann bleib doch kurz stehen neben ihm. Warte. Ja, ich warte. Mach dein Ding. Selam aleikum, Damgacı kardeş. İyiyim, willst du Fame werden? Willst du dein Insta erwähnen? Ja, Dicker. Görüşürüz, wir gehen ein bisschen aufnehmen. Tamam, hadi Ahmet. Tamam, görüşürüz. Machst du links. Ich bin da. Kuss. Ich küsse dich. Deine Wange. Wow, also ich hab's richtig gespürt. Hey, du bist jetzt über die Haltelinie, das ist ein Punkt und 90 Euro oder so. Warte, ich mach rückgängig. Okay, jetzt muss ich dir zurückzahlen. Hier rechts oder wie mach ich das jetzt? Ja, du bleibst, wie mach ich das jetzt? Du willst Motorrad waschen, Mann. Ja, aber ich weiß nicht, wo ich hin muss. Bitte fahr nicht da rein. So, meins ist ja sauber. So, wir können mal ganz kurz die Felgen zeigen. Sprüh ein die Scheiße. Guck mal her, guck dir diese an. So schlimm. Sprüh schnell ein, zack. Brauchst du Schaum? Also erstmal muss ich das hier einsprühen. Aber brauchst du auch Schaum? Ja. Anschließend mit einem harten Wasserstrahl abspritzen. Da freust du dich drauf, Wasserstrahl. Wir machen das jetzt rauf und gucken mal, vielleicht ist der ja gut von Caramba. Nicht bezahlte Werbung. Ich wollte gerade sagen. Lass Komm. Mal ausmachen jetzt, bitte, weil hier steht 8 Minuten einwirken lassen. So, ich will kurz filmen. Hallo Leute, Freunde, herzlich willkommen. Meine Stimme kackt ab. Ja, also die Felgen sehen besser aus als vorher. Ich habe jetzt so ganz schnell Fusch gemacht. Ich wollte das Zeug mal ausprobieren, ist ganz okay. Ja, ist immer noch dreckig. Aber der Frühjahrsputz kommt bei mir auf dem Dorf, weil da habe ich richtig Zeit, das komplett einmal richtig schön sauber zu machen, zu polieren. Ey, du hast meinen Schlüssel. Ah ja, stimmt. Greif mal rein, guck mal, ob der da drin ist. Achtung, mein Handy ist auch da drin. Ja. Sehr schön. Oder? Ich hab... Wir fahren jetzt zu H&M. H&M? H&M? Was bedeutet H&M? Hennes Hans und Murat. Nein. Hans und Murat. Doch, Hans doch, und doch, Murat. Doch. Hennes und Mauritz. Nee. Wie nennt es Hans und Murat? Oder Hans und Mauritz? Nee, Hans und Murat, da kaufen wir Kanaken ein. Komm. Gar nicht. Doch. Rechts. Ach so, geht ja auch nur. Wir müssen make a U-turn. Wo müssen wir denn dann lang? Wir müssen hier lang. Okay. Guck, einfach dem Pfeil folgen. Müssen wir nicht irgendwann links? Ja, hier. Ah ja, okay. Links, ne? Links, ja. Hui. Was machst du? Hui. Also ich stell's mal hier so ab. Mach mal kurz die Kamera aus und dann präpariere ich das so, dass wir ein bisschen filmen können. Kuss aufs Auge. Denkst auch, du bist krass, oder was? Wallah, ich bin krass. Kuss. Ich hoffe, man hört uns. Hallo. Ich hoffe, ein Hose für Natalie. Oh, der Pulli ist schön. Ich will den Pulli haben. Wie findest du den? Ja, aber private sollten wir nicht aufnehmen. Ne? Wir holen dir deine Hose und nachher bist du wieder. Ja, aber das will ich mir trotzdem. Was ist dieses Embrace? Was? Super skinny? Ich will kein Highways, Mann. Es ist alles Highways. Hier ist Lowways. Low ist mir aber zu low. Also Natalie kann sich nicht entscheiden. Hier sind 30 Hosen. So was brauche ich. Regular Waist? Ich will aber alles nur heilen. Ich will auch keine weiße Hose essen. Ich bin auch keine Krankenschwester. Ey Jungs, ich kann nicht mehr. Ich krieg jetzt schon die Krise. Jungs, ich krieg die Krise, ehrlich. Oder ich hol mir das und fahr damit. Ja, aber die Leute haben dir gespendet wegen Hose und nicht wegen... Ja, aber es ist doch fast eine Hose. Guck mal, wenn ich das über den Po hab. Ey, geht's auch, wenn sie was anderes holt? Ich krieg langsam die Krise. Soll ich mir die holen? Jetzt, Natalie, ich bin schon seit halbe Stunde hier. Guck mal, ich nehm einfach die, oder? Mann, hier gibt's aber nur Highways. Wirklich, ich hasse Highways. Ich will das nicht. Ich zieh die an, ist mir scheißegal. Ja, dann nimm die an. Ja, mach ich auch. 36, passt mir aber nicht. Natalie kann sich nicht entscheiden, deswegen, ich hab keinen Bock mehr. Kaufen wir erst jetzt eine Hose und dann zeigen wir die euch mal. Wir haben einfach keine richtige Hose gefunden, also haben wir jetzt... Sie wird die Hose wahrscheinlich dann im Sommer anziehen, wenn es auch schön warm ist. Ich finde die Hose viel besser, also das ist ja echt der Burner. Keine Ahnung, was das sein soll, aber...
Egal, ja. Danke wirklich an jeden, der auch 1,50 Euro, egal was gespendet hat. Essen wir Hühner aus? Komm, ab nach Hause. Ja, das Ding ist, ich muss nach Hause, muss erstmal kochen. Dann, es ist ja nicht so, dass ich nach Hause komme und das Essen ist fertig. Dann lass doch was essen gehen. Nee. Warum? Was denn? Was willst? Ich weiß ja nicht, was ich will. So, die Hosen sind gekauft. Mein Visier beschlägt, wir fahren nach Hause. Natalie hat so einen krassen Hunger gerade, weil sie kam direkt von der Arbeit. Aber ich habe ja mein Mittag gegessen um 12, aber ich esse dann halt die nächste Mahlzeit 15.30 Uhr. Das ist bei mir immer gleich. Und wenn es nicht ist, so wie ich das will und wie es gewohnt bin, dann raste ich aus. Frau Lange, weg mit dem Stock. Weg mit dem Stock, Frau Lange. Ey, viele schreien, wir sind wie Geschwister. vom Verhalten einfach. Also würde ich niemals mit meinem Bruder reden, wie ich mit dir rede. Oder manche sagen sogar, bitte kommt zusammen. Egal, wenn ihr euch streitet, passiert nichts, dann hört ihr halt mit YouTube auf. Und dieser Kommentar, wir würden so gut zusammenpassen, aber wir wollen halt gar nicht zusammen sein. So, das hat auch nicht nur was mit YouTube zu tun, sondern allgemein, wir sind einfach zu dicke miteinander, dass man, ich kann mir auch gar keine Beziehung mit dir vorstellen. Wenn nicht mehr läuft, sind wir auf einmal zusammen. Clickbait. Aua, Arschloch. Oh, oder kaufe ich mir einen Döner? Da kam diese glückliche Stimme aus dir raus, als du Döner gesagt hast. Mann, nee, komm, ich habe noch Pute zu Hause, Kokosnussmilch, dann mache ich mir geil Reis dazu. Also das, was du gerade aufgezählt hast, damit könnte ich echt nichts anfangen. Guck da, Ja, aber dich, ne? Weil du so blöd weiß bist. Weil du so blöd bist. weil du deinen Arsch hochgemacht hast und Titanic gespielt hast. So, komm mal rüber. Na klar, komm mal rüber. Wenn nicht, mach ich mir Platz an meiner Röhm. Ich bin Türkelan. Wir sind gleich zu Hause. Essen. Ey, dein Motorrad sieht aber schön sauber aus von hier. Ja, oder? Also vom Weiten sieht okay aus. Ey. Ich überlege echt. Gehe ich jetzt einkaufen? Ey, na sag mal, hast du das gesehen? Na hör mal, was denn? Die hat ein Stück Papier Schnipsel rausgeworfen. Na hör mal! Hallo, stehen bleib mal! Kommen wir!